Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Letztes Mal sind wir hier nach, ich muss mal gucken, wie die Gegend heißt. Temperanitia gereist und haben meinen neuen Bergungspunkt entdeckt, wo ich auf Screen tauchen werde. Muhaha. Naja, das übliche eben. Kräuselstein. Die Viecher hier sind, glaube ich, gar nicht mal so stark, aber es sind viele. Die da oben. So. Ein paar dieser Viecher kann ich ja kämpfen. Irgendwie hätte ich im Wolkenreich null Chance gegen die. Und die hier scheinen irgendwie schwächer zu sein. Yeah. Wo ist es? Das ist da hinten. Komm her. Feiges Federvieh. Ich will meinen Gammastrahl dir auf den Hals setzen. Mega Grillhändel. Kernkristall. Darf ich losgehen? Wisst ihr was? Einfach weil ich es kann. Ja, wenn ich so einzelne Kernkristalle finde, dann mache ich die Resonierung sofort. Ansonsten sammle ich offscreen die ganzen Kernkristalle zusammen. Das habe ich hier schon ein paar Mal erklärt. Muss ich nicht nochmal. Und Bullshit. Unnützer Dreck. Leider. Wo war der andere? Ja, ja, tschüss. Bis auf einige klingen, die besondere Namen haben, schmeiße ich alle weg. Was ist das da hinten? Da ist auf jeden Fall so ein Wolf. So komischer. Leck mich, ich wollte doch nur da... Nein, und was machst du? Ich wollte nur gucken, was dein Boden steckt. Und du willst unbedingt battlen. Schön, den Kampf kannst du haben. Weißt du, Wolf, ich bin dein Freund. Ich kraule euch hinter den Ohren und... Ja, keine Ahnung was. Ich gebe euch zu fressen. Ihr stellt euch gegen mich. Boah, da ist er voll weggefetzt worden erstmal. Ich hoffe, die da hinten mischen sich nicht ein. Hör auf, deine Leute zu rufen. Ah, dumm. Sorry, Wolf. Aber du wolltest Krieg, du kannst den haben. Jederzeit und überall. Überall gefährliche Tiere. Also, wieder so ein Piepmatz. Du wagst es, mich anzugreifen? Jetzt dir zeigen, du Vogel. Wirst du dir nicht nochmal trauen. Wo ist er? Da. Mit der Kraft der Freundschaft und dieser Sieg. Ich glaube wohl nicht, dass der wirklich so Freund ist. Aber zu früh.
egal. Der Seekinator ist on fire. Ja, super. Bisschen zu spät, Dromach. Ich habe zwar keine Ahnung, was ihr da gerade macht, aber ihr werdet schon eure Gründe haben. Ja, und Mitra mit ihren, weiß ich nicht, trägt sie Stöckelschuhe? Nee, ich dachte, wenn mit Stöckelschuhen durch dieses Gebiet zu wandern, ist schon irgendwie Selbstmordkommando. Didn't stand a chance. Look, over there. Watch out! Here it comes! Everyone, okay? Just about, I think. We have to stop it. How do we do that? On its back, there's an Ardanium drive mechanism. If we can somehow sever the cables connecting it to each leg, its energy supply will be cut off. It'll stop. Lady Mithra, I presume you'll be able to destroy them. Good plan. Sure, that sounds like a feasible measure. That is, if we don't mind reducing the whole area to ashes. What do you mean? I read instruction manuals. It's my job to know these things. The weapon is powered by vaporized Titan bodily fluids. The gas it makes is completely unstable. The slightest shock and we have a giant explosion on our hands. There was an accident here just 3 months ago because we didn't see how unstable it was. If we just attacked without realizing that... Oh, damn it! Why make a weapon that dangerous? As long as we got the weapon inside enemy lines, destroying the weapon would destroy them too. That was the justification given. That's so cold, it's almost impressive. That's exactly why the Emperor called a halt to the excavation. Can we gather the people on board? The control center is protected by 10 layers of armor. The chances of it being breached or destroyed are low. But that armor is limited. It doesn't entirely cover the energy cables. So, it's them or nothing. How we get up on Titan's back? Up ahead. There's a spot where the cliff juts out. If we can get up there, we'll be able to jump onto its back. But if our timing's off, we go head first down to the bottom of the cliff. And we'd have to make it across, avoiding its attacks all the while. I'll take care of it. Fan? I mean, I'll stop the Titan moving. While it's stopped, you all jump onto its back. Fan, you've... All right then. But you better be careful. Don't worry. I will. Then let's go. Also die ganze Situation hier erinnert mich doch sehr an Halo, an die Scarabs. Vor allem Halo 2, wo man auch so einen Scarab entern muss, indem man... Ich wollte gerade sagen, wo man auf so einen wandelnden Scarab raufspringen muss und ihn entern muss und Mannschaft ausschalten und so weiter. Ich glaube, die haben sich da ein bisschen was von Halo abgeguckt, aber es leicht verändert. Ja, schadet ja auch nicht. Das für uns so eine große Videospielreihe wie Halo abzugucken, das kann nur gut gehen. Das meine ich jetzt nicht, weil ich Halo so liebe, sondern es ist nun mal bewiesen, dass Halo eine tolle Videospielreihe ist. Weil allein durch den Verkauf von Halo 1... Also Halo Kampf um die Zukunft und wow. Und Halo 2
ist die Xbox immens angestiegen an Verkaufszahlen. Also die normale Xbox, die 1er Xbox. Ach so. Die Frage ist nur, kann ich da jetzt durchrennen? Ich kann es riskieren. Ja. Oh oh. Almost there. Ah, we can't get closer. Allow me. Fan. Leave her. She'll be fine. Trust me. Now, let's move. Yeah. Just need to cut that. What? An independent defense mechanism. Ardanian technology. My apologies. Why would you even bloody make something like that? Bitch leader, fight now. Sagt er, wer so einen Kack baut? Die Leute, die Krieg wollen. 36? Das kriege ich ja nie down, das Ding. Oh, das kann dauern. Oh, das wird 100 Jahre dauern. Hatte ich dem Ding überhaupt? Ah. Da kann ich das Stromkabel kaputt machen. Versuch's so. Ja, haltet das Viech hin. Ich versuch das Stromkabel zu zerlegen. Okay, ich muss sagen, die da hinten leisten echt gute Arbeit. So, jetzt. Kaputt, Stromkabel! Ja, Mist. Warum kann ich jetzt einen Gammastrahl? Naja, egal. Aua. Steh auf. Oh nein, Sieg muss einstecken. Halt durch, Sieg. Ah, das Vieh geht auf mich los. Ah, shit. Nia. Nein, die liegt am Boden. Komm her. Danke. Der Sieg ist schon wieder tot, verdammt. Warum nehme ich denn überhaupt Schaden? Ah, Mist. Das Stromkabel muss weg. Gut. Seems like it. It's you. I thought it might be.
Jin! I knew it. So this is Jin, leader of Torna. I am Fan Lenorin. As envoy of Praetor Malphus, I am bringing you into custody. How ironic that you should speak his name with that face, oblivious to everything, even your own identity. What? Do you know something about... And you, Aegis. Don't you dare stand there, acting like you're not involved in all this. All right. Then tell me this. Why are you, who fought alongside us to defeat Malos, now standing by his side? Jin fought against him. It's very simple. I realized he had the right of it. That's all. I don't think it's as simple as that at all. So clever. You always were too clever for your own good. Sorry. That's just the way I am. Mithra! Don't tell me! Yes. He's a blade too. He was the strongest blade in Torna. Until it fell in the war. It fell, says the girl who sank it. A blade? There were none stronger. Yet none kinder, either. And no one who hated to fight more than him. Why, Jin? What changed? What if I told you it was your fault? Mine. If you hadn't sealed yourself away, then she'd still... Oh. So that's it. Core crystal! That color... It's like... blood. Careful! That crystal isn't normal. Put away your sword. My ability is to restrict a blade's every action. As long as you are a blade, there is nothing you can do to escape its clutch. Wait, restricting blade's powers? Then before, was that... Go ahead. Why? Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Oh, du bist nur 40. Okay, ja. Weil Verteidigungsmaschine, glaube ich, stärker als du. Weil irgendwie habe ich in der Cutscene gerade gesehen, dass Jin böse Augen hat. Das sind nicht Augen eines Verbündeten. Oh ja. Was machst du da? Hör auf Sieg zu gehen. Hör auf mich zu gehen. Geh lieber wieder auf Sieg. Werde ich alle machen. Nein! Ich schwebe. Ich will nicht schweben. Ich werde auf jeden Fall alles auf dich raufhalten, was ich habe. Sicherheitshalber bewahre ich mir meine Power da links oben noch auf. Man kann ja nie wissen. Auf mich zu piesacken. Ne? Kriege ich keinen Vierer zustande? Ne. Offensichtlich nicht. Weil es sind zu viele Wolken hier. Aua. Egal. Merde Sau. Lass nie an Ruhe. No. Ja, ja, ist gut, ist gut. Achso, da steht er. Ich dachte schon, der Sieg wäre Jin. Jin, der Sieg. Ich verwechsle die Leute.
Wo ist er denn? Ah, da. Du Hund! Ultra Slash. Müsste eigentlich ganz geil sein, wenn du feines Kanalbild bist. Ja, naja. Aua. Hör auf. Das glaube ich nicht. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Hört auf zu schweben. Oh nein. Ja, ich habe schon gesehen, dass das jetzt scheiße wird. Okay, ich halte mich ein bisschen zurück. Lass nie in Ruhe! Magnificent. So, und jetzt reicht's. Jetzt bist du so K.O. Magnificent. Mhm. War nicht so schlecht. Weißt du was? Jetzt packe ich die schweren Geschütze aus. Mein Sieg ist am Ende. Ausgerechnet jetzt. Logisch, dass er... Du Hund! Ja, das war's. Ja, nur weil ich diesen Move da falsch angesetzt habe. Ich hätte mir echt aufheben sollen. Na gut, versuchen wir es nochmal. So, jetzt kill ich dich. Da unten wartet da schon die Schlange. Ja, du Hund. Jetzt habe ich natürlich keine Macht mehr. Da links oben. Da war der Kampf eigentlich so gut. Nur weil ich diesen Move da eingesetzt habe. Auf mich zu gehen. Auf Nia zu gehen. Lass mich in Ruhe. Geh auf Sieg und nicht auf mich. Oh nein. Ich habe schon gesehen, dass er sein Schwert hebt und ich konnte nichts dagegen tun. So. Ultra Slash. In Ruhe, du Sau. Nein, schon wieder geht er auf mich. Nein. Warum? Ich bin doch extra weggegangen. Ich auf mich gehen. Oh, scheiß Move, ich hasse den. Scheiße, zu früh. Jetzt geht er wieder auf mich. Jetzt geht er wieder auf Sieg. Mal Donnerblitz. So, ich will auch mal. Nein, Sieg muss einstecken. Nein!
Ich habe mich angegriffen. Nein, Sieg muss einstecken. Diesmal nehme ich mir die Power da links oben nochmal auf. Es geht auf mich. Piss dich. Ich sag, du sollst dich verpissen. Boah. Muss aufpassen, muss auf seine Bewegungen achten. Oh nein, Sieg. Wir dürfen nicht in der Unterzahl sein, sonst haben wir ein Problem. So, jetzt. Ist nie in Ruhe. Nein. Oh, ich bin doch extra ausgewichen. Ultra Slash. Mehr Weichei. Ich muss ihn beleidigen, damit er weiß, wie wertlos er ist. Jetzt aber. Hat sich natürlich extra einen Kampfplatz ausgesucht, wo Wolken sind. Na super. Du Hund! Ich hasse dich. Bist du scheiße im Kopf. Wo ist er denn? Das reicht's. Sie haben nie eine Ruhe. Oh, Mia ist K.O. Verpiss dich, Arschgesicht. So. Oh nein, jetzt muss ich einstecken. Ja, ich hau auch noch drauf, weil ich nicht aufgepasst habe. Egal. Er hat eingesteckt. Danke, Mia. Ist göttlich. Brauchen einen besseren Ort. Boom. Ich bin gleich tot. Oh, gut, er ist tot. Ein Kernkristall oder so? Nö. How is he still moving? Even that Petroka girl couldn't withstand it. No. It's working. His powers are certainly limited now. But Jim, he's one of the most powerful blades in history. Even so, we can beat him. We just have to work together. I don't think so. What? Fan! You are no slave. Be free now. No. Why? Jin! Why the hell would you do this? What good does it do you? Why, you ask? Then let me ask you this. Blades are granted phenomenal power from our Creator on high, yet we are doomed to never remember. Why? What? The accumulation of memories is what allows mankind, no, all life to grow, change, evolve, but blades are fleeting. When we return to our cores, our memories are lost, our growth snatched away forever. People aren't so different. Man's life too has an end, yes. However, though each individual
as a species, as a culture. Why does Indol control all the core crystals? By controlling the moment of every blade's birth, they enslave our entire kind. How is that fair? We have no culture because Indol decrees it. Because that's what your kind do. Jin! Why are you the masters and we the slaves? It is we who embody the very nature of this world. Blades embody the world. I don't get what you're... If you saw the last state of humanity, you'd understand. Now that you have come this far, there can be no turning back. But I'm afraid your journey ends here. What? Why now? Hey, now's our chance! Huh? What are you standing around for? Show that scumbag what's what! What? It's Akos! Malos sent me. Time to make an exit. Ready? Who says we're going to let you go? You really don't understand, do you? You really think this is over? What the? How? We cut the bloody cable! Certainly. But some energy still remains deep in its core. Don't you see? It's like a blade weapon. Well, you seem busy. I'll leave you to it. Bye. Wait! Na toll, ich kann jetzt nicht Start drücken. Was für ein Bullshit. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ist das Kabel noch da? Nö, natürlich nicht. Oh Mann, ich wollte den Part jetzt beenden. Das ist ja jetzt blöd. Du Hund! Ja. Steh auf, Rex. Das war nicht so hart. So. Muss ich diesen Kampf und eventuell die Nachkommen der Katze ihn dann noch in den Part drücken. Tut mir leid, dass es jetzt länger wird. Aber naja. Es braucht dann wieder 100 Millionen Jahre zum Hochladen, ja. Darauf freue ich mich. Hust, hust, hust. Nicht. Machst du da? Scheiß Rocket Man. Gib auf. Oh nein, das wird noch ewig dauern. Braucht jetzt Millionen Volt. Hör auf mit deinem Latzer. Komm schon, Sieg, pack deine Millionen Volt aus. Ist schon wieder so eine scheiß Rakete. Super. Leave it to Sieg. Ich habe leider kein Elektro. Mein Mega-Move möchte ich nicht einsetzen, weil wenn ich dann drauf gehe, dann ist alles vorbei. Jetzt. Jetzt geht's doch. Egal. Na, das fiel halt ganz schön aus. Oh nein, Laser. Stufe 36. Eigentlich ziemlich schwach, wenn man bedenkt, welches Level Sieg hat.
Und Morak hat auch ein gutes Level. Das da will ich. So. Es wehrt ab. Es hält nicht dauerhaft stand. Oh, Healing Halo, das war perfekt. No! Es hat mir eine Falle gestellt, dieses Mistding. Hallo, ich will nicht hier oben sein. Ich will ja hoch hinaus, aber nicht auf diese Weise. Sind dann mit den Abos. Naja, so ein bisschen. Wenn man bedenkt, dass ich in letzter Zeit auch immer wieder... Ich dachte, du willst das. Wie bekomme ich jetzt alle zwei Tage ein Abo hinzu? Beziehungsweise gestern waren es sogar zwei. Ist ja nicht schlecht. Wenn das so weitergeht, würde ich mich freuen. Weil im November habe ich 20 Abos hinzubekommen insgesamt. So in etwa. Und da freue ich mich schon irgendwie. Nix da, Rakete. Mehr Raketen. Hahaha. So. Weg mit dieser scheiß Maschine. Und das noch hinterher. Jetzt kann ich einen Gamma-Strahl auspacken. Aha. Ich bin einer Rakete ausgewichen. Ich bin ein Übermensch. So, jetzt kann ich die Endzeitwitterung einsetzen. Los, Nia! Bam. Der hat gesessen. Der war gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist nach Elektro? Nicht mehr, oder? Ja, mach doch Blitzleuchten. Ich hab doch gedrückt. Warum machst du nix? Millionen Volt. Oh, kein Licht-Move. Verdammt. Egal. Oh, das Vieh ist gleich tot. Toll, jetzt ist mein Vierer-Move weg. Nix, das Save Yourself. Lasst euch nicht allein! Die Maschine wird draufgehen. Und kein Kernkristall. I don't get it. I'm meant to be a driver now. I have a blade of my own. But I couldn't do anything. Nothing's changed. I'm just as weak as I've always been. Jin, what happened to make you like this? What is that? At this rate, I don't think there's any stopping them. How so? They think Mor Ardain attacked them illegally, with no declaration of war. This is bad. If someone doesn't explain what's really going on... But there's no time for that. So what? We just give up? Heavy cannons. That's Uriah's main weapon. Here too. Mor Ardain also readying artillery.
I don't care if we're not gonna make it in time. We need to get to Araya. Right. Wait. Gut, ich werde ein paar Teile jetzt beenden, aber eine Sache noch. Ich sehe so einige Referenzen von diesem Jin zu Jin Kazama, weil dieser Jin hier meinte, also so habe ich es zumindest mitbekommen, er war mal auf der guten Seite und ist jetzt auf der bösen Seite. Und Jin Kazama ist ja auch auf der guten Seite, beziehungsweise in Tekken 6 ist er zwar nicht auf der bösen Seite, aber der ist ja offiziell gesehen neutral, weil er hat einen Krieg angezettelt, weil er durch diesen Krieg quasi eine böse Bestie, die die Menschheit oder irgendwie sowas bedroht, hervorlocken wollte, um sie unschädlich zu machen. Aber dadurch, dass er diesen Krieg angezettelt hat, wurde er natürlich als Feind angesehen von allen. Naja, so in der Art. Dann würde ich sagen, das war Xenoblade Chronicles 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder für dich.